Also, ich fange einfach mal an. Liebe Leute, ich fange einfach mal hier an. Nehmt bitte Platz. Hier, ich kann euch jetzt gar nicht mehr sehen, alles abgedimmt. Wollte dich nicht blenden, deshalb. Ich bin aber gerne in Kommunikation mit meinen Zuhörern. Also, liebe Freunde und Freundinnen freier Software und offener Standards, ja. Ich bin ja schon etwas angekündigt worden, wozu ich was sagen werde. Und als Titel habe ich dem Vortrag gegeben: Vorzüge offener Standards, und zwar die Anwendersicht. Ich warte noch immer auf jemanden, der dann sozusagen den passenden Vortrag, die Vorzüge offener Standards aus Entwicklersicht mal beschreibt. Aber da sind wir nicht, wenn ich mich kurz vorstellen darf. Von Beruf bin ich Rechtsanwalt. Habe demgemäß Jura studiert und zweites Staatsexamen gemacht, und dann bin ich als Rechtsanwalt zugelassen worden. Habe auch so ein bisschen was dafür für mein Marketing getan und promoviert. Und bin, nachdem ich zunächst als angestellter Anwalt tätig war, seit 1999 als selbstständiger Rechtsanwalt in Langenfeld im Rheinland tätig. Langenfeld liegt, wer es nicht weiß, zwischen Düsseldorf und Leverkusen. Ich bin Fellow der Free Software Foundation Europe und in dieser Eigenschaft auch heute hier. Und bin auch Initial Committer des Projektes Apache Open Office, nachdem ich jahrelang auch im Projekt Open Office Org mitgemacht habe. Und seit dem Jahreswechsel bin ich auch Mitglied des Projekt Management Committees dieses Apache Open Office. Das ist sozusagen aus der Anzahl der Committer nochmal eine etwas kleinere oder größere Auswahl an Leuten, die sich da besonders verantwortlich fühlen. Was ich hauptsächlich bei Apache Open Office macht, ist im deutschsprachigen Raum Stände organisieren und betreuen auf den diversen Veranstaltungen, die es da gibt. Wobei der deutschsprachige Raum bei mir etwas großzügiger bemessen wird. Das reicht von FOSDEM zum Jahresanfang bis zur Open Rhein-Ruhr zum Jahresende hin. Open Rhein-Ruhr ist eine Messe, die ich hier empfehlen kann. Die findet in Oberhausen statt, im Rheinischen Industriemuseum. Wirklich eine tolle Veranstaltung. So, schreiten wir. Moment. Wie sich das gehört, kriegt ihr erstmal einen Überblick, wovon ich was erzähle. Nämlich einmal, was sind offene Standards? Was sind die Vorzüge für den Anwender von offenen Standards? Und dann werde ich als Beispiele mal ODF und PDF nennen. Also erstmal, was sind offene Standards? Was ist ein Standard? Und da gibt es eine ganz tolle Geschichte, eine ganz tolle Definition von British Standards. Das ist sozusagen das UK-Patent, Pedant, also der Gegenpart zur DIN. Und die haben gesagt, und dass es sich um ein öffentlich zugängliches Dokument handeln muss. Das heißt, es darf nicht geheim sein. Es muss unter Beteiligung aller interessierten Parteien entwickelt worden sein. Das ist auch ein wichtiger Punkt. Und natürlich beruht so ein Standard auf den Erkenntnissen von Wissenschaft und Technik, aber nach der Definition von British Standards zielt ja auch eben ein Standard darauf ab, das Gemeinwohl zu fördern. Also mit dieser Definition könnte ich sehr gut leben. Das Problem ist nur, so allgemeine Anerkennung hat die nicht gefunden. Also ich finde die Definition toll. Aber nun ja, als Grundlage ist sie jedenfalls mal ganz interessant, und man kann, oh ja. Wie genau ist öffentlich zugänglich definiert? Ich meine, jetzt beispielsweise sind ja nicht öffentlich zugänglich, weil man dafür ja trotzdem bezahlen muss. Ja, bei denen ist es so, du musst dafür bezahlen, aber das reicht, glaube ich, auch dem Brit. Ich nehme an, dass das British Standard sich genauso. Aber wir sind ja, wie gesagt, noch nicht am Ende. Ne, also damit könnte man sagen, fertig, und dann, ne, in einer Viertelstunde, und dann können wir eine Dreiviertelstunde diskutieren. Naja, ein bisschen kommt noch.
Was bedeutet das mal beim Umkehrschluss? Also eine weite Verbreitung irgendeines Formates ist kein hinreichendes Kriterium für einen Standard. Konkret DOC oder DO, ist kein Standard. Ist zwar weit verbreitet, aber kein Standard, weil nicht öffentlich zugänglich dokumentiert. Es gibt aber sogenannte Industriestandards, sogenannte de facto Standards, die also nicht von irgendeinem Standardisierungsgremium rausgebrannt ist, sondern die sich einfach so entwickelt haben. Und wenn die sozusagen deren Spezifikation öffentlich bekannt ist, kann es durchaus ein de facto Standard sein. Der Gegensatz zu einem de facto Standard ist dann ein sogenannter de jure Standard. Da geht es um Standards, die von allseits rechtlich anerkannten und durch ein entsprechendes Verfahren beschlossene, allgemeingültige sowie veröffentlichte Regelung zur Lösung eines Sachverhalts. Das ist die Definition. Also was eben wichtig ist, es muss ein Normierungsgremium geben, was allgemein anerkannt ist. Und es muss ein entsprechendes Verfahren geben. Und, wie gesagt, veröffentlicht. Bei dem allgemeingültig, kann man drüber diskutieren. Aber wie gesagt, wichtig ist ein Normierungsgremium, Normierungsverfahren. Und zwar möglichst britische Standards unter Beteiligung aller interessierten Kreise. Nicht irgend so ein Geheimgremium da irgendwo im verschlossenen Kämmerlein, wo nur bestimmte Menschen oder bestimmte Firmen Zutritt haben. Ja, was sind denn dann offene Standards? Ja, die ganze Zeit waren nur Standards. Ja? Und jetzt erzähle ich offene Standards. Also eins klar ist, jeder Standard muss einigermaßen offen sein, damit er überhaupt funktionieren kann. Sonst ist es funktioniert er als Standard nicht. Ein Geheimrezept für irgendein Format zur Erzeugung irgendeines Formats ist kein Standard. Irgendein Geheimrezept zur Erzeugung von Marmelade erzeugt keine Standardmarmelade. Irgendein Geheimrezept, um Kraftstoff herzustellen, erzeugt keinen Standardkraftstoff. Ne? Aber leider, die Welt ist nicht gut, die Welt ist böse und daher besteht häufig ein regulatorisches Interesse daran, besondere Offenheitsanforderungen zu definieren, die ein förderungswürdiger Standard erfüllen soll. Frage. Ja? Offene Standards müssen öffentlich zugänglich sein. Das muss jeder Standard eigentlich. Ja. Unentgeltlich oder entgeltlich? Entgeltlich. Unentgeltlich ist kein Kriterium, aber für offene Standards würde ich das sehr wünschen. Wir werden gleich nochmal drauf kommen. Wir haben nämlich das Problem, es gibt keine allgemeingültige Definition darüber, was einen offenen Standard ausmacht. Das heißt, wir schweben da noch im freien Raum. Wenn ich von offenen Standards rede, müsste ich eigentlich sagen, offener Standard nach Definition XY. Und eine Frage, ich habe ein paar Zwischenfragen. Beziehen sich diese auf die Schnittstellen nach dem Motto, wenn Microsoft irgendwas macht, muss diese Schnittstelle für andere Hersteller sein, damit die Produkte kaufen? Habt ihr richtig verstanden? Wenn ich eine Spezifikation für eine Schnittstelle als Standard haben will, dann muss ich diese Spezifikation veröffentlichen. Sonst ist es kein Standard, sonst ist es sozusagen eine Microsoft-interne Schnittstelle. Also, wie gesagt, also, in der Diskussion können wir das noch vertiefen, ja? Okay. Also, es gibt eine 5-Punkte-Definition, die auch von der FSFE unterstützt wird. Dann hat der Bruce Perens, ich weiß nicht, sagt euch der Name was? Bruce Perens war ein ehemaliger Debian Project Lead. Sagt euch Debian was? Okay, bin ich ja beruhigt. auch Mitbegründer der OSI, der Open Source Initiative, der hat sich auch mal ein paar Definitionen einfallen lassen. Dann gab es eine Digital Standards Organization, die hat sich auch was einfallen lassen. Und dann gibt es noch das Europäische Interoperabilitätsrahmenwerk. So, ganz kurz mal
hier rausgehen. Ich habe da ein bisschen was vorbereitet. Hier haben wir zum Beispiel die auch von der FSFE unterstützte Definition eines offenen Standards. Wobei diese Nummer 5 das Problem ist, nämlich dass es von dem Standard auch eine vollständige Implementation geben. Ja, auch das kriege ich, glaube ich, noch so gerade hin. Besser? Ja, ich hatte einen etwas kleineren Raum gedacht. Ja, okay, dann können wir noch ein bisschen, gehen wir noch ein bisschen tiefer und dann kriegen wir das hin. Diese vollständige Implementation, wenn so ein Standard im Werden ist, dann ist der ja möglicherweise noch nicht vollständig implementiert. Bei diesem Punkt, da lässt man sozusagen bei jungen Standards schon mal ein bisschen nach. Aber grundsätzlich ist es so, klar, ein Standard, der nicht implementiert worden ist, ist eigentlich nutzlos. Was nutzt mir die Idee einer Innensechskantschraube, wenn es keine Innensechskantschrauben gibt? Als Beispiel. Und wird natürlich von uns auch gefordert, dass die vollständige Implementierung für alle Beteiligten verfügbar ist. Aber gut, wir sind ja auch Freunde freier Software. Okay, gehen wir mal weiter im Text. Man muss sich also mit diesen Definitionen kann man sich im Einzelnen befassen. Die 5-Punkte-Definition sollte man mal gewusst haben, die ist auf der FSFE-Seite auch zu finden. Betrachten wir aber mal das europäische Interoperabilitätsrahmenwerk. Man kann ja über die EU schimpfen, so viel man will. Manchmal machen die auch was Nützliches und dieses Rahmenwerk ist eins der nützlicheren Dinge. Da wird gefordert, dass sie eben von einer gemeinnützigen Organisation, also nicht irgendeiner Organisation, sondern einer gemeinnützigen Organisation, dieser Standard beschlossen ist und auch gepflegt wird. Gerade im EDV-Bereich nutzen wir ungepflegte Standards gar nichts. Es muss auch in einer offenen Weise entwickelt werden, die allen interessierten Parteien eine Einflussnahme ermöglicht. Also das sind schon relativ hohe Hürden. Nicht jedes Standardisierungsgremium wird diese Hürden erfüllen. Dass der Standard veröffentlicht ist, ist auch eine Bedingung. Das hatten wir ja schon drüber gesprochen. Das ist einfach die Definition eines Standards. Wobei hier ganz klar gesagt wird, entweder frei oder gegen eine Schutzgebühr verfügbar. Also es darf nicht sozusagen, die Gebühr darf nicht so hoch sein, dass man sozusagen abgeschreckt wird, sondern eigentlich nur die Aufwendungen des Standardisierungsgremiums abdecken. Ne? Also ist klar, dass ich hier nicht so ein Heftchen, je nachdem wie lang die sind, so 600 bis 6000 Seiten oder so kostenlos mir zugeschickt wird, ist auch klar, ja. Und man muss ihn frei oder gegen eine Gebühr kopieren und weitergeben dürfen. Das heißt, auf dem Text des Standards selbst darf kein Intellectual Property, wie man das so schön im international sagt, wobei das eigentlich Quatsch ist. Die Nutzungsrechte an dem Standardtext selbst müssen frei sein. Das ist hier eine interessante Geschichte. Patente zum Beispiel, gewerbliche Schutzrechte. Wenn die sozusagen in diese Standardspezifikation einfließen, dann müssen sie unwiderruflich gebührenfrei nutzbar sein. Das ist eine Definition, die ist umkämpft, das werden wir noch sehen. Wir gehen gleich an die Frontlinie. Wo heute die politischen und wirtschaftlichen Kämpfe laufen. Das heißt, unwiderruflich, gebührenfrei, nutzbar, wenn ein Patent drauf liegt. Das ist zum Beispiel nicht der Fall bei vielen Standards im Bereich des Mobilfunks.
Und die Wiederverwendung des Standards darf keinen Einschränkungen unterliegen. Kommen wir auch gleich ein Beispiel zu. Wenn ich zum Beispiel einen Komprimierungsstandard habe, sprich ZIP, dann wird er wiederverwendet und zwar zum Beispiel in den ODF-Standards. Beispielsweise ODT für Textdateien. Das sind gezippte XML-Dokumente. Werden wir uns gleich in Ruhe angucken. Da wird sozusagen ein Standard, nämlich der Kompressionsstandard ZIP, wieder benutzt. Und das muss möglich sein. Man kann also nicht sagen, hier, der Standard ist nur für Kompression, sondern er darf eben auch Teil eines weiteren Standards sein. Das heißt, man kann dann seine Standards auf anderen Standards aufbauen. Ist eigentlich bei freier Software ein selbstverständlicher Gedanke, aber hier mal von der Europäischen Union tatsächlich festgehalten. Also demnach müssen offene Standards frei von sogenannten geistigen Eigentum sein. Geistigen Eigentum extra in Anführungszeichen, weil wir da am Mann einsicht sind, dieser Begriff Intellectual Property oder geistiges Eigentum ist ein Begriff, der eher ein politischer Kampfbegriff ist als eine tatsächliche Definition. Weil wir der Meinung sind, dass man das, was man unter geistigem Eigentum versteht, nicht mit dem Sacheigentum gleichsetzen kann. Dazu könnte ich auch einen Vortrag halten. Der würde dann mit dem heiligen Augustinus beginnen, aber das lassen wir heute. Und wie gesagt, wenn es Schutzrechte gibt, müssen die unwiderruflich gebührenfrei nutzbar sein. Das ist ganz wichtig. Aber da kommt jetzt die Gegenforderung. Wie gesagt, wir sind ja im Grabenkampf, auch auf europäischer Ebene. Dann gibt es natürlich Leute, die sagen, reicht es nicht, wenn die unter sogenannten FRAND-Bedingungen lizenziert werden, um die eben als offene Standards anzuerkennen. Jetzt fragt ihr euch, was FRAND ist. Ja, Fair, Reasonable, Non-Discriminatory. Hört sich super an. Ne? Fair sind wir alle für, vernünftig sind wir auch und nicht diskriminierend. Was kann man da eigentlich gegen zu sagen? Das Ergebnis ist nur, man muss ja nicht nur auf die Bezeichnung achten und auf dem, wie man das den Leuten verkaufen will, sondern das Ergebnis ist, die Nutzung des Standards ist nur mit einer entsprechenden entgeltlichen Lizenz des Schutzrechtsinhabers möglich. Tja, das ist natürlich für freie Software ein Ausschlusskriterium. Denn wie soll zum Beispiel Debian, was ihr ja jetzt alle kennt, wie ich festgestellt habe, Lizenzgebühren zahlen. Ein freies Softwareprojekt weiß nicht einmal, wie viele Anwender es hat. Es gibt keine verlässlichen Zahlen, wer alles freie Software auf seiner Kiste hat. Und wenn er freie Software auf seiner Kiste hat, welche Programme genau? Gibt es nicht. Freie Software kann nicht zahlen. Abgesehen davon hat Debian zum Beispiel als ein Projekt von Ehrenamtlichen ja auch kein Geld dafür. Genauso wenig wie die Apache Foundation dafür Geld hätte, da irgendwelche Lizenzgebühren zu zahlen. Solche Dinge wären also völlig ein Ausschlusskriterium für die Implementation in freier Software. Es gibt Beispiele dafür, wie gesagt, für diese Front-Geschichten, nämlich einmal die Funknetzwerke, Mobilfunknetze und auch MPEG, dürfte euch ja allen bekannt sein. Ich habe mir gedacht, bei diesem Front ist irgendwas kaputt, da müsste man mal einen Buchstaben ein bisschen umdrehen, so 180 Grad, und dann weiß man, was das ist. Ne? Für den, der Fraud nicht versteht, Fraud heißt Betrug. Ich verwende in meinen Schriftsätzen, wenn ich meinen Gegner beschimpfen will, immer dieses nette Wort fraudulös. Das findet man nur noch in älteren Duden. Ja, und wie gesagt, auch das europäische Interoperabilitätsrahmenwerk soll ja, oder Rahmenprogramm zur Interoperabilität soll ja fortgeschrieben werden. Und dann sind natürlich die Lobbyisten natürlich auch in Brüssel richtig aktiv. Und dann haben wir da drin stehen, einerseits müssen sie in freier Software implementierbar sein. Ja, hört sich gut an, bin ich auch für, kann man nichts gegen sagen.
Aber es lässt andererseits zu, da fehlt ein ER, fällt mir gerade ein, da. Okay, nächstes Mal berichtigen. Dass Patente, die in diesen Standards implementiert sind, unter sogenannten Front-Bedingungen lizenziert werden dürfen. Wie ich euch eben erklärt habe, ist das ein Widerspruch. Das geht nicht. Entweder das eine oder das andere und ich bin fürs eine. Muss ich ganz klar sagen, aber das ist eben ein Teil unseres politischen Kampfes, den wir auch eben in Brüssel führen müssen. Und ich hoffe, dass ich da von den Piraten tatkräftig, oder nicht ich, sondern wir, ich stehe jetzt mal hier für die freie Softwarebewegung, da tatkräftig von den Piraten und anderen vernünftigen Politikern unterstützt werden. Was sind denn die Vorzüge offener Standards für die Anwender? Jetzt haben wir die ganze Zeit über offene Standards geredet und jetzt fragt er, was habe ich denn davon? Logisch. Die Frage muss mal beantwortet werden, denn sonst ist das Ganze ja nur akademisch. Was interessant ist, eine gewisse Flexibilität und Plattformunabhängigkeit der Daten. Weil ich eben nicht von einem einzelnen Programm, was für eine einzelne Plattform nur verfügbar ist oder für bestimmte Plattformen verfügbar ist, für andere nicht, abhängig bin. Das heißt, ich kann Daten auch zunächst einmal in meinem eigenen Bereich auf verschiedenen Geräten, auf verschiedenen Plattformen nutzen. Und ich kann sie natürlich dann auch austauschen, die Dateien. Es gibt eben keine künstlichen Barrieren und eben auch keine Abhängigkeit. Und ich kann mir sozusagen aussuchen, ja, ne, nehme ich beispielsweise einen Rechner von dem Hersteller X mit einem proprietären Betriebssystem, was dieser Hersteller nur für die von ihm gebauten Rechner anbietet. Oder nehme ich ein freies Betriebssystem auf irgendeinem Rechner oder habe ich ein anderes Betriebssystem, was auch proprietär ist, aber eben auch auf den Rechnern verschiedener Rechnerhersteller läuft. In diesen Abhängigkeiten bin ich einfach nicht drin. Es gibt ja leider den Fall, dass der Hersteller nicht möchte, dass man aus seiner Welt ausbricht. Das heißt, es gibt da eine Firma, die bietet Desktop-Computer an, die bietet Laptops an, die bietet Smartphones an, die bietet, glaube ich, auch inzwischen Tablets an. Und da kann man wunderbar die Daten austauschen, aber nur innerhalb der Systeme dieses Herstellers. Wir nennen den hier mal nicht, aber jeder weiß, was gemeint ist, nicht? In so einer Abhängigkeit begibt man sich als Anwender offener Standards eben nicht. Man muss sich klar machen, Informationen, die in einem Format gespeichert sind, die nur von der Software eines bestimmten Herstellers gelesen werden können, sind potenziell verloren. Wenn der nämlich sein Programm einstellt oder sagt, ich ändere mal mein Format in der nächsten Version, sodass es inkompatibel ist zu dem, was vorher war, und ich sozusagen nicht mehr das alte Programm, womit ich mal diese Daten hergestellt habe, sozusagen vorrätig halte auf meinem Rechner, komme ich nicht mehr an meine Daten dran. Blöd, muss man einfach sagen. Ich habe einerseits ein gewisses Vendor-Login, das heißt, ich muss immer die Programme dieses Herstellers nehmen, um da weiterzukommen. Andererseits bin ich vor Inkompatibilitäten durch Formatänderungen nicht geschützt, das habe ich ja eben erklärt. Und wenn der Hersteller sagt, nee, ich habe keine Lust mehr, dieses komische Programm da, was weiß ich, dieses komische CAD-Programm, was seine Daten in einem ganz bestimmten Format speichert, fortzuentwickeln, weil hat keiner mehr gekauft oder nicht genügend oder ich mache damit nicht meine 25% Rendite oder was auch immer. Oder der Hersteller geht pleite, stehe ich dumm da mit meinen Daten. Kann ich nichts mehr mit anfangen. Das ist natürlich zum Beispiel für gewerbliche Anwender oder professionelle Anwender eventuell existenzgefährdend, nicht? Muss man sich drüber im Klaren sein, nicht?
wenn so ein, ich sag mal, früher nannte man die technische Zeichner, heute arbeiten die ja alle mit dem Computer, wenn so ein Büro plötzlich nicht mehr an die Zeichnungen drankommt, weil sie das Format nicht mehr lesen kann, ja, dürften sie pleite gehen. Offene Standards bewirken auch, dass ich über meine Softwareinfrastruktur verfügen kann. Ich muss nicht immer die neueste Version eines bestimmten Betriebssystems oder die neueste Version einer bestimmten Anwendung haben. Ich stecke nicht in irgendwelchen Sachzwängen drin, dass ich aufrüsten muss, weil die neue Betriebssystemversion verlangt auch, dass ich bitteschön hier mal meinen RAM aufrüste und den Prozessor schneller mache und außerdem auch noch eine größere Platte reinschraube, weil ne, in diesen Sachzwängen stecke ich einfach nicht drin. Und wie gesagt, ich kann dann auch austauschen, auch wenn die eine ganz andere Software haben, soweit diese Software den Standard unterstützt, kann er meine Daten lesen. Ich bin also nicht darauf angewiesen, jemanden zu fragen, hast du bitte schön dieses und jenes Programm in dieser und jener Version? Nee, ich muss nur sagen, kann das das? Und wenn der sagt ja, dann geht das. Ja, Beispiele für freie und offene Standards. Ja? Ihr guckt vielleicht, sagt, das war mir alles, auch mit den Anwendernutzen, war mir alles zu abstrakt. Nehmen wir doch mal konkret die Internetprotokollfamilie. Das sind ungefähr 500 Netzwerkprotokolle. Alles offene Standards, die meisten niedergelegt in sogenannten RFCs. Das heißt Request for Comment. Das heißt, es ist ein Dokument, was bittet, kommentiert zu werden. Sehr höfliche Form, einen Standard unter die Leute zu bringen. Wir haben OGG für Multimedia. Normalerweise trage ich, wenn ich diesen Vortrag in ähnlicher Form halte, so mein DVD-T-Shirt mit Rock on drauf. Allerdings Rock dann eben mit OGG, mit O-Doppel-G geschrieben. Aber grün war heute nicht passend. Wir haben für die Grafiken zum Beispiel PNG und für Vektorgrafiken SVG. Wir haben für Dokumente ODF, da werden wir noch drauf eingehen. Und wir haben zum Beispiel für die Kompression ZIP. Und es gibt unendlich viel andere auch noch offene Standards. Ja, unendlich nicht, aber viele. Wer mal was Vernünftiges zu diesem lesen will, sollte sich mal den Bericht der Internet Enquete angucken. Und zwar gerade den Bericht, der sich mit der Interoperabilität Standards und freie Software befasst. Da ist sehr viel Vernünftiges drin geschrieben worden. Was aber kein Wunder ist, weil wir haben da so ein bisschen die Finger mit drin gehabt von der FSFE. Auch das Expertengespräch und die Stellungnahmen sind sehr lesenswert. Also wer da wirklich was Vernünftiges zu lesen will, kann ich wirklich empfehlen. So, jetzt nehmen wir ODF mal als Beispiel. Klar, ODF, ich bin ja ein Apache Open Office Mensch und stehe als solcher hier und habe daher mal als ODF als Beispiel genommen, auch weil es natürlich Office-Dokumente sind, die natürlich in der Praxis, zum Beispiel einer Verwaltung, eine große Rolle spielen. Office-Dokumente sind eigentlich die Dokumente, die ständig ausgetauscht werden, also Textdokumente, Tabellenkalkulationen und so weiter. Fragen wir erstmal, was ist OASIS? Das ist nämlich das Standardisierungsgremium und dann gucken wir uns mal ODF an. Das ist eben eine nicht gewinnorientierte Organisation, sozusagen eine gemeinnützige Organisation, die sich mit der Weiterentwicklung von Standards beschäftigt. Da gibt es zum Beispiel außer ODF auch zum Beispiel den Standard Docbook. Weiß ich nicht, ob den jemand kennt. Die haben auch eine Webseite, da kann man sich dann auch weiter orientieren. Und die haben eben Ende 2002, das ist jetzt schon eine Zeit lang her, dieses OpenOffice XML Format Technical Committee gegründet, also ein technisches Komitee, um so ein Format zu entwickeln. Und
Dabei nahm dieses Technical Committee das Dateiformat von OpenOffice.org, was Sun damals entwickelt hatte, als Basis. Und inzwischen ist daraus eben ODF geworden. Und das ist ein international genormter, quelloffener Standard für Dateiformate von Bürodokumenten, eben wie Texten, Tabellendokumenten, Präsentationen, Zeichnungen, Bilder und Diagramme. Die Version 1.0 wurde 2005 veröffentlicht und die wurde von der ISO, der International Standardization Organization, eben auch als Open Document Format for Office Applications anerkannt, als internationaler Standard. Das heißt, ODF 1.0 ist ein ISO-Standard. Technisch ist das eine XML-basierte Auszeichnungssprache, werden wir uns gleich angucken, die eben komprimiert worden ist. Und das ist eben eine Sammlung verschiedener XML-Dateien und anderer Objekte, zum Beispiel eingebundener Bilder, die dann in einer Datei komprimiert zusammengefasst werden. Das Ganze läuft natürlich für den Nutzer transparent, aber es spielt schon eine gewisse Rolle in der Zukunftssicherheit, dass man eben durch Dekomprimierung an seine Inhalte drankommt. Werde ich gleich zeigen. Dann gibt es eben ODT für Textdokumente, ODS für Kalkulationstabellen, ODP für Präsentationen und entsprechend eben eine Vorlagen, zum Beispiel OTT für Textdokumente und OTS für Tabellenkalkulationsdokumente, nur dass man mal die Elongationen, die unter einem bestimmten Betriebssystem ja inzwischen auch teilweise nicht mehr angezeigt werden, dass man die mal gesehen hat. ODF wird fortentwickelt, das heißt, das ist kein Standard, der sozusagen irgendwo versteinert ist, sondern inzwischen haben wir Version 1.2. Ist keine wahnsinnig schnelle Fortentwicklung, aber Bürosoftware, muss man einfach wissen, ist eine sehr konservative Geschichte. Dann haben wir PDF, das Portable Document Format. Da treffe ich wahrscheinlich auf ein paar Vorbehalte, aber man muss sagen, auch PDF ist in einer bestimmten Ausprägung, nämlich PDF-A, ein freier Standard, denn der ist ISO-normiert worden. Und da war gerade da gibt es eine sehr informative Seite, auch unter Mitwirkung der FSFE, zu diesem Portable Document Format. Da hat man nämlich einmal die ganzen freien PDF-Reader. Und was vielleicht von der Theorie her wichtiger ist, man kriegt da auch erklärt, wie das mit diesen einzelnen Versionen von PDF ist und welche Teilsätze es da gibt. Und dann gibt es eben dieses PDF-A, was eben diese ISO-Zertifizierung hat, was also dann tatsächlich ein offener Standard ist. Alles andere ist teilweise Adobe-proprietär, muss man so sagen. Also PDF ist nicht gleich PDF, da müsste man immer gucken. Wenn man PDFs erzeugen will, kann man das selbstverständlich mit Apache OpenOffice machen, aber auch mit LibreOffice und kann auch eben die Dateien direkt als PDF-A abspeichern. Es gibt sogar eine PDF-Import-Extension, womit man PDFs einladen kann, was allerdings ziemlich witzlos ist, weil die sozusagen in das Grafikmodul von OpenOffice eingeladen werden, also nicht als Text oder so, sondern in so ein grafisches Modul. Aber diese PDF-Import-Extension hat einen kleinen zusätzlichen Nutzen. Dann habe ich die Möglichkeit, wenn ich die installiert habe, in mein PDF auch ein ODT einzubetten.
Das heißt, Leute, die OpenOffice haben, für die ist das PDF und auch die PDF Import Extension, für die ist das PDF sozusagen ODT und damit editierbar. Und die können es dann auch wieder als PDFA mit Embedded ODT abspeichern. Ist eine sehr interessante Variante, kennt nicht jeder, ist ein bisschen versteckt in dieser Import Extension. Aber rein praktisch eine ganz nützliche Geschichte. So, jetzt gehen wir wieder hier hin. Also wie gesagt, pdfreaders.org habe ich euch gezeigt und pdfa habe ich euch auch erklärt. Damit bin ich schon am Schluss, aber nein, noch nicht am Ende, weil wir wollten uns ja mal das angucken. Also ich habe mal einen Editor, also eigentlich ist es eine IDE, aber das ist ein Editor. Ich zeige euch erstmal das Original. Ich habe hier eine Seite, wo ich ein bisschen was über, wie man diese ODFs packen kann, das ist nämlich nicht ganz so simpel, gemacht. Also das ist ein reiner, einfacher Text mit ein paar Überschriften drin. Ne, weil das Problem ist, dass man eine MIME-Type-Datei unkomprimiert als erste Datei innerhalb dieses ZIP-Archivs abspeichern muss. Das muss man erstens wissen und zweitens ist das nicht für jeden unbedingt trivial, wenn man es dann an der Konsole machen muss. Also wie gesagt, ein kurzer Text, Überschrift ist ODF packen und dann schauen wir uns mal an. Ich habe das jetzt entzippt, also unzippt gemacht, dieses Dokument. Die Dateien, die dann da rausfielen, in ein Verzeichnis reingespeichert und habe jetzt eine Datei geöffnet, die heißt Content.xml und tatsächlich, sie enthält den Inhalt. Wir sehen hier so einiges, sehr viel XML, aber wenn man da oben mal hier schaut, da fängt... Ist zu klein für euch? Noch größer mal? Viel größer. Viel, viel größer. Einmal so groß, muss ich sagen. Ja. Mindestens. Ja. Oh Mann. Das klappt. Vollbildschirm. Oh, die hab ich ja im Prinzip. Ja, bei dir. Aber ja. Ah. War auch noch nicht besser, ist egal. Das denke ich mir. Ja. Ah, also hier seht ihr zum Beispiel Kurzanleitung, das war ein Text und dann steht da auch drin, was da steht, nämlich zunächst in das Verzeichnis wechseln und so weiter und so fort und dann mit diesem, ist im Prinzip, man kann das Zeug, wenn man alles, was zwischen diesen beiden spitzen Klammern ist, wegschmeißt, kann man den Text daraus extrahieren. Überhaupt gar kein Problem. So, jetzt kommen wir wieder zu unserer Folie. Ja, du müsstest nur ZIP haben. Ja, gut. Beziehungsweise an-ZIP. Und dann hätte ich auf jeden Fall die Möglichkeit, wenigstens noch an den Text zu kommen. Ja, ja. An die Bilder in dem Dokument zu kommen, um halt eben die weiter zu bearbeiten. Ja, ja. Du hast völlig recht. Du kommst da dran. Theoretisch könntest du da auch versuchen zu editieren, aber ich würde es dir nicht raten. Dann ist wirklich OpenOffice als freie Software einfacher. Ja? Aber wenn du auf einer ganz einsamen Insel bist und dein OpenOffice vergessen hast, aber ein ODT... Ja, das ist schon richtig. nur noch mal Fragen. Da hinten war jemand, den ich abgewürgt habe. Ja, ging dich jetzt mehr so um die Bezahlerei und hat sich ja mittlerweile so ein bisschen aufgeklärt durch deine Erklärungen. Gut, jetzt habe ich eigentlich keine großen Fragen mehr. Man könnte natürlich politisch fordern, dass DIN ihre Dinge kostenfrei abgibt, aber dann müsste man den e.V. natürlich entsprechend finanziell ausstatten, ja? Ja,
Reut-Verlag, der das macht. Ja, nein, meinte eigentlich. Ja, ist klar, das machen die nicht als e.V., aber es ist klar, ne? Also, einer muss es zahlen, auf Deutsch gesagt. Es war ja mal der Streit zwischen Microsoft und anderer Hersteller, der bei Microsoft seine Schnittstelle nicht preisgegeben hat, damit die anderen Anbieter entsprechende Hardware verkaufen konnten mit ihrer Software. Wir verraten euch nicht den Quelltext, den Quelltext, den ihr haben müsst, damit unsere Schnittstellen angesprochen werden können und die PIN-Belegen verraten wir euch auch nicht. Ja, es gibt einen Unterschied. Man muss zwei Dinge unterscheiden. Einmal, ob eine Schnittstellenspezifikation als offener Standard veröffentlicht worden ist. Und die zweite Frage ist, ob die Implementation dieser Spezifikation als freie Software veröffentlicht worden ist. Das sind zwei unterschiedliche Geschichten. Auf der Idee des offenen Standards heißt es im Prinzip, es reicht, wenn die Spezifikation veröffentlicht worden ist. Aber man muss sagen, man tut sich als Entwickler von freier Software natürlich leichter, wenn man eine Beispielimplementation hat. Daher wird das ja auch gefordert, dass es da von der FSFE Punkt 5, hatten wir ja auch eben erwähnt, dass es da eine Implementation gibt und dass die eben auch entsprechend offen ist. Ja. Wenn man da jetzt beispielsweise halt über diesen Weg an einen offenen Standard halt irgendwie in die Informationen in die offenen Standards hineingehen kann, da gibt sagen kann, okay, ich durchsuche jetzt nach den Schlüsselwörtern. Ja, da gibt es zum Beispiel, jetzt kommt Werbung. Ja, ich sage auch gleich Werbung Ende. Es gibt ein freies Programm namens LOG, L3OK. Das ist in der Lage, ODT-Dateien oder aber auch andere entsprechende gezippte XML-Dateien nach bestimmten Begriffen zu durchsuchen. Und das macht es affenscharf schnell. Meine Frau nutzt es auf ihrem Windows-Rechner, weil die entsprechende Windows-Suche grottenlahm ist. Sie gibt es übrigens auch, sie hat auch das Ding als Debian-Paket gepackt und entwickelt es jetzt mit ein bisschen Hilfe von mir weiter. Werbung Ende. Log. Log? Im Fernsehen? Glaube ich nicht. Nein, das ist nicht Internetsuche, sondern da kannst du sozusagen ganze Verzeichnisse mit Dokumenten durchsuchen. Nach bestimmten Begriffen. Und er sagt dir zumindest, in welchem Dokument es ist, und dann kannst du dieses Dokument öffnen und kannst dann natürlich mit der dokumentinternen Suche natürlich auch dann auf die Stelle kommen, wo der Begriff dann erwähnt ist. Du hast jetzt eine Frage. Ach so. Unter Linux gibt es das, wir haben das mit diesem Untersuchungsausschuss. Grep und Zgrep. Ja, Moment, Log ist grafisches Programm. Weiß ich, Recall auch. Okay. Recall, alle offenen Standards und die 30.000 PDF-Seiten in 0,2 Sekunden. Also nachdem es einmal infiziert ist, mit relativer Abfrage. Name A, Name B in einem Umkreis von 3% Text. Also bei Log hast du die Möglichkeiten, Phrasen einzugeben. Du hast auch die Möglichkeit, Stichwörter einzugeben und du kannst die mit und oder oder verknüpfen. Ich wollte darauf hinaus, dass es halt eben bei nicht offenen Standards, wie beispielsweise Word-Dokument und so weiter, etwas schwieriger ist. Werbung? Log kann auch OOXML. Werbung Ende. Okay. Aber wir haben ja noch ein bisschen Zeit, denke ich mal. Ich bin ein zeitloser Mensch. Ihr müsst mir sagen, wenn ich aufhören soll. Ich würde gerne mit euch mal diskutieren, weil das ist eine ganz spannende Frage. Ihr seid ja Kommunalpolitiker und heute Nachmittag kommen ja auch die beiden aus Dortmund von Dofos. Inzwischen ist es bei mir so, dass ich ein bisschen ambivalent bin, was Migrationsforderungen angeht. Einerseits ist natürlich klar,
uns von der FSFE wäre es am liebsten, es gäbe weltweit nur noch freie Software. Weil dann hätten wir die World Domination erreicht und könnten eigentlich unseren Laden zumachen und uns vernünftigen Dingen entwickeln. Also das heißt, jede Migration wird von uns eigentlich bejubelt. Das andere Problem ist, wenn man dann die Leute zum Jagen tragen muss, und das ist auf kommunaler Ebene und auch auf Landesebene oftmals der Fall, dann hat man das Problem, dass die Wahrscheinlichkeit, dass diese Migration scheitert oder rückgängig gemacht wird, wenn der politische Wind mal aus einer anderen Richtung weht, relativ groß ist. Und ich habe so den Eindruck, von den 10 erfolgreichen Migrationen redet keiner. Und die eine gescheiterte oder rückgängig gemachte oder gescheiterte Migration macht ein riesen Presse-Echo, wobei ich davon auch überzeugt bin, dass das von interessierten Kreisen auch befördert wird. Und deshalb habe ich so die Anregung oder die Überlegung, dass man vielleicht auch mal gucken müsste, ist die Institution, die jetzt migrieren soll, schon reif dafür. Sprich, Anwender, ne? Die kriegen jetzt irgendwas, was es umsonst gibt. Ne? Der Arbeitgeber ist nicht mal bereit, für ihr Werkzeug zu zahlen am Computer. So, ne? Und dann kriegen sie auch noch nicht einmal das, was sie zu Hause haben, sondern irgend so was Komisches und müssen sich man kennt das ja. Ne? Die Technik, die sagt, wir haben doch hier unsere tollen Zertifikate, Microsoft Certified, tralala. Und wenn wir jetzt das irgendwie migrieren, dann sind ja plötzlich unsere Zertifikate erstens wertlos und zweitens haben wir auch keine Ahnung davon, wie das geht. Weil wir haben ja nur Microsoft gemacht. Und dann hat man im öffentlichen Dienst das Problem manchmal, dass die Leute sagen, nö, lernen wollen wir nicht mehr. Das genau, da ist es. Gut, danke für die Bestätigung. Wobei ich sagen muss, bitte nicht alles über einen Kamm scheren. Es gibt auch hervorragende Leute im öffentlichen Dienst, leider zu wenige. Nein, auch gerade, du wirst dich kaputt lachen. Also, eine Bekannte von mir, Mitarbeiterin im Open Office Org Projekt, machte Schulungen für Open Office Org. Und dann kam mal zu ihr eine 20-Jährige etwa und erklärte ihr, sie habe jetzt die Lehre aus und wolle nicht mehr lernen. Oder müsse nicht mehr lernen oder so. Da haben wir natürlich in einer Gesellschaft, wo eigentlich lebenslanges Lernen propagiert wird, ein Problem mit den Leuten, ja? Aber nur, sie war halt, ne? Also, dass die jungen Leute da besser sind als die alten, möchte ich so nicht sagen. Also, nicht weil ich so alt bin, ja, ne? Und bereit bin zum lebenslangen Lernen weiterhin. Aber es ist so, das kann man nicht über einen Kamm scheren. Es gibt junge Leute, die sind richtig eifrig, gut ausgebildet, lerneifrig und so weiter. Und es gibt eben auch alte Leute, die sind genauso bereit, sich auf Neues einzulassen. Gibt es denn irgendwie ein Kriterium? Oh, und dann das Dritte ist die politische Leitung. Ja? Der Herr Bürgermeister oder Oberbürgermeister sagt, prima Idee, wir wechseln jetzt auf Linux und Open Office. Und nennen das Ganze Limux. Und irgendwann mal ist seine Amtszeit zu Ende. Da kommt ein Nachfolger, zufällig aus derselben Partei, und sagt, nö, Microsoft ist das Beste von der Welt. Ich will, aber versteht ihr, diese drei Ebenen, einmal die politische Führung, einmal die Technik, und drittens, die Anwender müssen im Prinzip bereit sein für so eine Migration. Und wenn man nur eine Ebene, auf einer Ebene sozusagen Gegner hat oder Kritiker, ist die Chance, dass so eine Migration scheitert, relativ groß. Und ich gebe das mal so zu bedenken als Gedanken. Ich habe da auch noch keine Lösung, denn mir wäre es auch am liebsten, wenn wir alle nur noch freie Software offene Standards benutzen. Mir wäre es auch am liebsten, wenn alle ihre Mails verschlüsseln würden. Ich habe da mal eine Frage jetzt mal. Wovon nehmen denn die Programmierer, die diese freie Software schreiben? Das ist eine Frage.
Also, es gibt da verschiedene Ideen. Die meisten zum Beispiel Entwickler, die am Linux-Kernel arbeiten, sind tatsächlich bei Unternehmen angestellt und kriegen dafür ihr Geld, dass sie am Linux-Kernel rumprogrammieren. Weil die Firmen sagen, GNU/Linux ist für uns ein Geschäftsmodell. Das ist die eine Sache. Und wie gesagt, die Entwicklung geht eigentlich dahin. Es gibt zum Beispiel Firmen, die sagen, okay, ich entwickle eine freie Software und verdiene mein Geld nicht mit Lizenzen, sondern mit Support und Anpassungen. Es gibt also verschiedene sozusagen Geschäftsmodelle, die man mit freier Software verwirklichen kann. Genauso wie es verschiedene Entwicklungsmodelle gibt. Die eine freie Software wird von irgendeiner Gemeinschaft hergestellt, die andere freie Software wird irgendwo im Keller gemacht. Die dritte freie Software wird in irgendeinem Unternehmen entwickelt. Man muss da unterscheiden, einmal die Frage proprietäre oder freie Software, dann das Entwicklungsmodell und dann eben das Geschäftsmodell. Und wie gesagt, es gibt erfreulicherweise Geschäftsmodelle mit freier Software, aber das ist eigentlich schon wieder ein anderes Thema. Aber wie gesagt, man kann nicht davon ausgehen, dass freie Software nur von irgendwelchen, ich sag mal, pickligen Jünglingen im Keller entwickelt werden, aus verschiedenen Gründen. Das gibt es auch. Es gibt also Leute, die sagen, ich entwickle freie Software beispielsweise, um mir ein Renommee zu erwerben, damit ich zum Beispiel, wenn ich mich bei einer Firma bewerben will, als Entwickler sagen kann, das und das und das, guckt euch an, könnt ihr euch angucken, habe ich schon entwickelt. Gibt es auch. Und es gibt auch Leute, die sagen, wie ich habe auch ein bisschen freie Software entwickelt, und zwar für Rechtsanwaltskanzleien. Ja, wenn ich das schon mal für mich entwickle und nutze, dann kann ich es auch eigentlich den anderen zur Verfügung stellen. Ich muss es ja sowieso entwickeln, weil Jibbit ja nicht als freie Software. Ja, da gibt es unterschiedliche Motivationen, und wie gesagt, es ist ein Riesenmärchen, dass man mit freier Software kein Geld verdienen könnte. Red Hat ist, glaube ich, das bekannteste Beispiel. Das ist ein ziemlich großes, international aufgestelltes Unternehmen, das mit freier Software Geld verdient. Also ich kann die Software ja zur Verfügung stellen und die entsprechenden Formulare verkaufen. Ne? Nee, das wäre nicht, das könntest du nicht, weil wenn du freie Software zur Verfügung stellst, sind auch die entsprechenden Formulare da. Das heißt, jeder andere kann die machen. Sondern was du verkaufen kannst, ist zum Beispiel, du sagst, ich bin der Entwickler und ich kann dir deine Software auf deine Bedürfnisse anpassen. Und das kann ich vielleicht besser als jemand, der die Software nicht entwickelt hat. Also kauf diese Dienstleistung bei mir ein. Es gibt noch eine dritte Möglichkeit, mit freier Software Geld zu verdienen, wäre zum Beispiel Crowdfunding. Beispielsweise Werner Koch. Ich weiß nicht, wer kennt hier Werner Koch? Okay. Im deutschsprachigen Raum ist er auch irrelevant, laut Wikipedia. Im englischsprachigen Raum nicht. Werner Koch ist der Hauptentwickler von GnuPG, also der Verschlüsselungssoftware. Was interessant ist, er sitzt hier sozusagen quasi nebenan, nämlich mit seinem Unternehmen in Erkrath. Das ist im Rheinland. Und der hat neulich, ergab sich das in einem Interview, dass er gesagt hatte, also möglicherweise muss ich das einstellen und mir einen Job irgendwo suchen, weil ich habe auch Familie und muss die ernähren. Werner ist auch nicht mehr der Jüngste, muss man auch sagen, aber der hätte einen Job, glaube ich, problemlos gekriegt. Und dann gab es eben Leute, die sagten, diese Software ist so wichtig, dass wir eine Crowdfunding-Aktion starten. Und die Crowdfunding-Aktion war so erfolgreich, dass Werner sagt, ich kann jetzt noch längere Zeit weitermachen. Und Werner hat dann sogar mit dem Geld, was durch die Crowdfunding-Aktion erzielt worden ist, einen weiteren Entwickler eingestellt. Weil ich nenne dieses Problem immer einen Human Single Point of Failure. Sagt euch das was? Wisst ihr, was ein Single Point of Failure ist?
Also da ein Kettenglied, von dem alles abhängt. Ja? Ja, systemrelevant, meinetwegen. Aber jedenfalls von diesem Kettenglied hängt alles ab. Und wenn das Ding reißt, ist die ganze Kette kaputt. Das ist ein Single Point of Failure. Und ein Human Single Point of Failure ist, dass es ein Mensch eben Wissen und Fähigkeiten hat und er sie nur allein hat. Er sozusagen kein Backup hat. Was? Kopfmonopol. Ja. Andere Formulierung, die ich Sie auch von der FSFB schon gehört habe, ist der Bus-Effekt. Ja, wenn der Werner vom Bus läuft, ja. Genau. Und jetzt hat er eben ein Backup, nämlich den Neil, den er nämlich als Entwickler zusätzlich in seiner Firma mit dem Geld, was da durch die Crowdfunding-Aktion generiert wurde, einstellen konnte. Das heißt, auch der Neil bekommt für die Entwicklung an GnuPG jetzt Geld. Wie gesagt, aber das ist ein etwas anderes Thema, rede ich auch gern drüber, aber müsste mich mal gesondert einladen für, ja? Jetzt ist halt die Frage, du hast gerade von Migration gesprochen oder Migration ja, nein. Für so Kommunalpolitiker, was ist so der Best Practice dabei? Also von wegen geht man jetzt erstmal hin und sagt zur Verwaltung, hallo, wäre schön, wenn wir jetzt wenigstens auf den Rechnern in der Verwaltung Open Office hätten, damit wir wenigstens halt eben, dass wir dann halt die Formate bedienen können? Oder wie stiehlt man das am besten so in Richtung Verwaltung ein? Also, dass man sagt, dass man erstmal sagt, wir wollen offene Standards benutzen, halte ich für einen cleveren Zug. Wobei man sagen muss, Microsoft konnte ODF mal eigentlich recht gut lesen und schreiben. Von den neueren Versionen, ich benutze die ja nicht, sondern ich muss mich darauf verlassen, was mir gesagt worden ist, und man munkelt, die neueren Versionen wären da nicht mehr so fähig. So. Das sind natürlich alles, man muss natürlich sagen, das sind natürlich alles, ich sag mal, Kleinigkeiten. Es hängt ja auch zum Beispiel vieles davon ab, welche Schriftarten jeweils installiert werden muss. Wenn du ein Dokument hast, was eine gewisse Schriftart voraussetzt, und du hast diese Schriftart nicht auf deinem Rechner und es wird eine Ersatzschriftart genommen, dann sieht das Dokument scheußlich aus, teilweise. Weil dann die ganzen Umbrüche nicht mehr stimmen und solche Dinge. Muss man einfach wissen. Das ist übrigens auch der Vorteil von PDF-A, was zu Archivierungszwecken dient. Die Datei ist zwar relativ groß, aber alle Schriftarten, die verwendet werden, sind eingebettet. Das heißt, du kannst das Ding auch noch in 100 Jahren aufmachen und hast die Schriftarten da. Nämlich in dem Dokument mit drin. Das wäre zum Beispiel auch so eine Forderung, ne? PDF-A als Standard zu verwenden. Damit es wenigstens lesbar ist. Ja? PDF-A als Standard, beziehungsweise 1/A, wie es ja eigentlich heißt, lässt sich innerhalb der Verwaltung immer ganz gut damit verargumentieren, dass man sagen kann, es ist zugleich barrierefrei. Mhm. Also das heißt, es lässt sich halt auch durch entsprechende Lesegeräte für Menschen mit optischen Mangelerscheinungen sozusagen anderweitig verarbeiten. Ja, also ich bin momentan dabei, mir unser Gremiensystem mal genauer anzugucken. Das ist nicht durchsuchbar. Das ist halt eben, will die Verwaltung nicht, dass das durchsuchbar ist. Mhm. Wir denken momentan darüber nach, dass halt eben, sag ich mal, über unsere Fraktion halt eben lesbar oder durchsuchbar zu machen. Dass die PDFs halt eben alle eben verlinkt sind und dass man halt eben gucken kann. Aber jetzt ist halt eben die Frage, sind das alles offene Standards? Wollen die das? Dürfen wir das? Aber die Frage ist halt eben auch, wie geht man mit der Verwaltung halt am besten um? Geht man diese kleinen Schritte, sagt, hallo, wie wäre es denn, wenn ihr die und die Software installiert, was auch immer, OpenOffice, und was es da alles gibt. Wie du schon sagst, so von wegen fordert man gleich halt eben den großen Schlag und sagt so von wegen hier, ne, von wegen Limuk, alles umstellen. Gibt es da irgendwie, sag ich mal, Best Practice? Gibt es da schon Erfolgsgeschichten? Welche Kommune hat das schon mal erfolgreich umgesetzt? Was?
Was natürlich eine Überlegung ist, das tatsächlich schrittweise zu machen. Die Erfahrung lehrt, wenn ich die Leute dann, das betrifft allerdings nicht ganze Verwaltung, sondern Einzelpersonen, ja, wenn ich die Leute erstmal OpenOffice installiert habe, wenn ich den erstmal Firefox installiert habe, wenn ich den erstmal mit Thunderbird habe arbeiten lassen, ja, dann kann ich denen auch das Betriebssystem unterm Arsch wegziehen, ohne dass sie sich beschweren. Verstehst du? Achso, ich bin im Fernsehen, ja. Muss ich vielleicht mal mein Wort, meine Ausdrucksweise etwas mäßigen, aber. Aber du verstehst, was ich meine. Also pünktchenweise vorgehen. Zum Beispiel muss man wissen, ein Mail-Client einer bekannten Firma aus dem Nordwesten der USA kann gewisse Dinge nicht, die Thunderbird und Lightning kann. Aber es gibt übrigens auch entwickelt von einem Unternehmen, nämlich dieses Mal ein Ericsson, die Möglichkeit, Thunderbird und Lightning an den entsprechenden Server dieser Firma aus dem Nordwesten der USA anzuschließen. Kurze Erklärung, Lightning ist das Kalendermodul, wollte ich sagen. Ne? Ja, okay, richtig. Lightning ist das Kalendermodul im Thunderbird. Wobei natürlich halt Mozilla... ja, aber wenn du... Ja, und aber wenn du eben siehst, dass Mozilla oder Thunderbird Lightning als Kombination Dinge kann, die der von dem nordwestamerikanischen Unternehmen favorisierte E-Mail-Client nicht kann. Was für Funktionen wären denn dann für die Verwaltung besonders wichtig? Oder was wird das Leben in der Verwaltung dann besonders einfach machen, solche Funktionen? Was sind das? Müsstest du mal mit meiner Frau sprechen. Die kennt beide und die kann dir die Unterschiede sagen und die ärgert sich immer, wenn sie vor dem einen sitzt, vor dem Proprietären. Und deshalb hat sie übrigens dann auch diese Schnittstelle auch schon mal für Debian gepackt, damit sie zur Verfügung steht. Ist allerdings noch nicht in Stable drin, zeitbedingt, sondern kriegt man noch in Unstable und irgendwann mal in Testing. Also das kann man. Thunderbird Lightning ist schon eine Kombination, die, sagen wir mal, bei Sortieren von E-Mails, Durchsuchen von E-Mails und so weiter, ein sehr, sehr mächtiges Werkzeug ist. Du hast gerade Linux in München, also Limog, halt angesprochen. Wie ist da so gerade der Stand? Ist das tatsächlich so auf dem Rückbauweg? Nein, also wie gesagt, das war mal wieder so ein politischer Sturm im Wasserglas. Im Moment sagt die Technik, alles in Ordnung. Die Anwender, die sich angeblich beschweren, die muss man auch mit der Lupe suchen. Die findet man im Zweifelsfall schwierig. Es ist also nicht so, dass alle Anwender jetzt total auf Krawall gebürstet sind. Natürlich gibt es Schwierigkeiten, aber die Schwierigkeiten hättest du auch gehabt, wenn du von einer Version der vorherigen Software auf die nächste migriert wärst. Das heißt also, es ist wirklich nur halt eine politische, momentan eine politische Show. Ja, und unsere Freunde, wir haben also auch in München ein sehr aktives Fellowship. Fellowships sind so die Fördermitglieder der FSFE, die nicht nur finanziell fördern, sondern auch eben ideell und durch ihre Arbeit. Und wir haben da ein sehr aktives Fellowship in München und die sind natürlich an der Sache dran. Und die lassen sich da auch nichts gefallen. Vor allen Dingen, wenn man bedenkt, dass die erste, die Frage überhaupt aufgebracht hat, war eine grüne Oberbürgermeisterkandidatin. Die hat natürlich dann von ihrer Parteijugend Feuer gekriegt, logisch. Ist das grundsätzlich das Projekt denn halt positiv abgeschlossen oder beziehungsweise durchgeführt worden? Ja. Also ja. Wegen Einsparung. Was jetzt gemacht wird, was es nicht gab, und da hat sich dann der Oberbürgermeister furchtbar aufgeruht, war diese Anbindungen an Smartphones, ja? Aber erstens mal war das technisch so gewollt und zweitens wird das jetzt nachgerüstet
In freier Software. Gibt es da Zahlen zu, von wegen, was für Einsparungspotenzial da dann möglich war? Gibt es, aber wir von der FSFE haben Bedenken, da sozusagen Zahlen in den Raum zu stellen. Weil natürlich ist es so, man hat, wenn man umstellt, Aufwand. Schulungsaufwand bei der Technik, Schulungsaufwand auch bei den Anwendern. Und gerade diesen Schulungsaufwand, da sollte man nicht vernachlässigen. Ich bin sogar der Meinung, dass man den Anwendern eigentlich seine Wertschätzung dadurch beweist, dass man sie vernünftig schult. Das kostet natürlich Geld. Aber umgekehrt führt das, sagen wir mal, wäre das ein Faktor, den man beachten sollte, wenn man das Migrationsprojekt erfolgreich abschließen will. Dass man die Anwender nicht vernachlässigt, nach dem Motto, die können das ja alles nicht. Wobei natürlich dann auch wieder umgekehrt ist, diesen Schulungsaufwand hat man auch, wenn man bei proprietärer Software von einer Version auf die andere umstellt. Es war ein großer Vorteil eine Zeit lang von OpenOffice.org, dass OpenOffice.org der Vorversion einer gewissen proprietären Software ähnlicher war als die nächste Version. Stichwort Ribbons. Ja, dann waren viele, die gesagt haben, das ist ja wie mein altes, das nehme ich. Aber Schulungsaufwand spielt eine große Rolle. Und da muss man eben sagen, was man hat, sind eigentlich langfristige strategische Vorteile. Und da spielt zum Beispiel sowas wie nutzt offene Standards eine Riesenrolle. Und man sollte sich nicht ins Boxhorn jagen lassen. Natürlich ist OOXML auch ein ISO-Standard. Aber das sind 6000 Seiten, während der ODF-Standard 600 Seiten sind. Wer das, und dann gibt es auch noch zwei Versionen davon. Es gibt nämlich einmal den... Was ist OOF? Open Office? OOXML ist der Standard, den mit großem politischen Getöse und möglicherweise entsprechender Bearbeitung von Menschen eine Firma aus dem Nordwesten der USA durchgesetzt hat. Davon gibt es zwei Versionen. Einmal von der ECMA, ECMA, also das ist die European Computer Manufacturers Association. Dieser Standard ist nicht der ISO-Standard geworden. Und er hat auch Inkompatibilitäten zu dem ISO-Standard. Und der ISO-Standard ist wohl noch nie vollständig implementiert worden. Auch nicht von dieser Firma. Oder vielleicht gerade in der neuesten Version. Das heißt, man hat da zwar einen offenen Standard und die Dinge sind auch Standardkompatibilität, aber bisher konnte noch keiner diesen Standard jedenfalls nicht vollständig implementieren. Und vor allen Dingen auch kein anderer. Das heißt also, man in der Argumentation ist es eher halt drauf abzuheben, halt zu sagen, wir öffnen halt unsere Mitarbeiter oder unsere Infrastruktur halt eben für andere Formate, die wir von außen kriegen, beziehungsweise die wir halt liefern können, die halt lesbar, im Zweifelsfall auch noch in 20 Jahren lesbar sind, also Richtung Revisionssicherheit ist das vielleicht nochmal so eine Sache. Revisionssicherheit ist so von wegen Backups brauche ich. Ich brauche Dokumente lesen. Ja, auch die Frage der Archivierbarkeit. Das ist es. Anstatt halt zu sagen, okay, das ist halt billiger für die Verwaltung halt offene Standards. Ja, die Frage ist auch, wenn man es mal langfristig sieht, ob man dann mit so einer Strategie, die eben ein Vendor-Login abschafft, dass ich nicht mehr von einem Hersteller abhängig bin, sondern beispielsweise auch mir für die Unterstützung, auch für die Anpassung von Software, erstmal die Auswahl unter verschiedenen Unternehmen habe und dann auch lokale Unternehmen beauftragen kann. Hat ja was, nicht? Ich finde mal eine provokative Frage, die ist mir jetzt gerade eingefallen. Nehmen wir mal an, wir haben jetzt alles überall die offenen Standards durchgesetzt. Die ganze Welt oder die halbe Welt arbeitet damit. Und plötzlich sagen die Firmen, die diese offenen Standards herstellen, nee, jetzt wollen wir aber Kohle. Ist sowas denkbar? Nein.
Und selbst wenn die, selbst wenn die Firmen dann sagen, in unserer Software implementieren wir diese Standards nicht mehr, ja? Selbst wenn die auf diese scheiß dumme Idee kommen, dann gibt es eben genügend andere, die das machen können. Weil der Standard ist offen, den kann, darf jeder implementieren. Ist demokratisch? Demokratisch will ich nicht sagen, aber es ist, du findest dann Leute, die für Geld den Standard dir implementieren. Ja? Ja. Klar. Wenn Firma XY sagt, wir machen jetzt gar nicht mehr, was weiß ich, kann er, oder auch ein Projekt, auch so ein Projekt wie OpenOffice ist ja nicht unsterblich. Wenn da keiner mehr mitarbeitet, ist es weg vom Fenster. Und es gab auch schon Projekte, wo dann irgendwann mal keiner mehr mitgearbeitet hat. Aber es ist jederzeit wieder neu implementierbar. Und es gibt auch eben verschiedene Projekte. Es gibt OpenOffice, es gibt LibreOffice, es gibt CarOffice, es gibt AbbeyWord. Alles Programme, mit denen man diesen Standard verarbeiten kann. Und wenn einer dieser, ich sag mal, Mitspieler ausfällt, findet sich ganz schnell ein neuer. Und was ich dann auch sage, notfalls müssen sich alle Anwender zusammentun und sich den Spaß teilen. Ich habe Kollegen, die hatten ein bestimmtes Anwaltsprogramm, das war auch ein ganz tolles Anwaltsprogramm und das wurde dann irgendwann mal eingestellt in der Herstellung und die hätten sich liebend gern zusammengetan und die Entwickler bezahlt, um das Ding fortzuentwickeln, weil das eben in ihrer Sicht gut und nützlich war, aber es war eben keine freie Software und dann ist das eben nicht möglich. Es gibt ja auch noch den Unterschied zwischen frei, libre, also so von wegen. Naja, nein. Freie Software, ich meine, so wie du das jetzt definierst, ist jetzt halt eben die Frage. Ne? Frei heißt jetzt, könnte jetzt auch kostenlos heißen. Es gibt aber auch frei Open Source, das heißt also, man kann bezahlt dafür, kriegt aber dann halt eben den Code, wie er programmiert ist, halt beim Erwerben mit. Nee. Das ist ein Thema für sich. Okay, ja. Kann ich auch eine Dreiviertelstunde ungefähr drüber reden. Kein Problem. Lädst du mich ein? Nein. Doch. Kann ich machen, ja. Ne? Verstehst du? Dann hast du mal 20 Leute und dann komme ich dir einen Vortrag halten. Ist nicht kein Problem. Die Sache ist die. Frei bei freier Software bedeutet nicht frei wie in Freibier, sondern frei wie in Freiheit oder wie in freier Rede, wie man so schön sagt. Das heißt, und das, freie Software und Open Source Software sind im Prinzip synonyme Begriffe, denn auch die OSI-Definition, also die Open Source Initiative, die OSI-Definition beschreibt freie Software. Denn die OSI-Definition ist abgeleitet von den Debian Free Software Guidelines, freie Software-Guidelines von Debian. Da haben die im Prinzip nur ersetze freie Software durch Open-Source-Software und außerdem dann auch noch so ein paar Debian-spezifische Sachen rausgemacht, das ein bisschen verallgemeinert und fertig war die OSI-Definition. Dann kam noch mal irgendwann mal ein 10. Punkt dazu, den es bei Debian nicht gab. Da geht es um die Plattform-Neutralität oder Unabhängigkeit und das war es dann. Das heißt, es sind synonyme Begriffe, allerdings reden wir immer von freier Software, weil es einen anderen, weil wir eben bereit sind, von Freiheit zu reden und wir nicht einen Begriff wie Open Source nehmen, der genauso im Prinzip missverständlich ist, weil das kann ja auch behaupten, ich kann mal in den Quellcode reingucken, aber das heißt ja noch lange nicht, dass ich ihn verändern darf. Das heißt noch lange nicht, dass ich den Quellcode in veränderter Weise weitergeben darf oder auch unverändert weitergeben darf. Da heißt das ja alles nicht. Open Source könnte ja einfach nur heißen, ich gucke in den Quellcode rein, was ja die Firma, die Bekannte aus dem Nordwesten der USA, ja auch gelegentlich irgendwelchen Institutionen oder Staaten gestattet. Nein, wir reden eben von freier Software, weil das sozusagen ein anderer Begriffsumfeld ist. Wir reden halt von Freiheit und uns geht es auch um die Freiheit der Anwender. Es geht uns nicht um die Freiheit der Entwickler. Deshalb sind wir ja alle auch Fans von sogenannten Copyleft-Lizenzen. Ja, den Anwendern wäre ja auch geholfen, wenn man sagt, okay, du kriegst meine Software gegen Geld und hier hast du den Code. Es ist normal, wenn du zum Beispiel, angenommen, du würdest zu einem Entwickler hingehen und dann könntest du dem sagen, entwickel mir das bitte,
aber stell mir das unter einer freien Lizenz zur Verfügung. Dann zahlst du dafür, das ist nicht kostenlos, der lebt davon, aber im Endergebnis kommt freie Software raus. Ist ein sinnvolles Modell. Übrigens, das ist das nächste Problem, dass das Vergaberecht, auch die Haushaltsordnung, so verstanden werden kann, dass man eigentlich die Software, die man als Kommune entwickelt hat lassen oder entwickelt hat, nicht freigeben dürfte. Da hätten wir, gerade ist der Landtagsabgeordnete weggelaufen, aber der weiß das, da hätten wir natürlich gerne. Ach, da ist noch einer! Ah, hallo Frank! Da hätten wir natürlich auch gerne eine kleine Korrektur drin. Ne? Siehste? Siehste, ja, ja, ja. Es gibt auch noch Politiker, die sind nicht beratungsresistent. Bin ich froh drüber. Denn wenn ich als Lobbyist auftrete, versuche ich ja den Politikern Ratschläge zu geben. Und ich habe das nicht verstanden. Wenn ich eine Software entwickeln lasse und die bezahle, dann gehört die mir. Ja. Moment. Moment, das kommt darauf an. Im Verhältnis zu dem Entwickler gehört die dir. Aber du kannst von dem Entwickler fordern, dass er dir die unter einer Lizenz zur Verfügung stellt, die frei ist. Das heißt, dass du berechtigt bist, diese Software zu verändern. Wenn du nämlich die Software nicht unter diese, wenn du das nämlich nicht von dem Entwickler forderst, dann stellt er dir zwar die Software zur Verfügung, du darfst die aber nicht ohne weiteres ändern. Es sei denn, es steht so im Vertrag drin, dass ich eine Software in Auftrag gebe und die gehört mir und damit kann ich machen, was ich will. Ja, dann kannst du auch sagen, dann kannst du natürlich im Prinzip auch sagen, das hätte ich dann gerne lizenzmäßig als freie Software. Nein, nein. Warum nicht? Frag mich nicht. Frag doch mal die Einkaufsabteilung der Kommunen. Also ich kann euch versichern, die Einkaufsabteilung der Kommunen und der Rat der Stadt, der Städte, der Rat Düsseldorf, die arbeiten nicht miteinander, sondern gegeneinander. Das habe ich jetzt leidvoll in den letzten 3, 4 Jahren mitgekriegt bei uns in Duisburg und ich weiß nicht, wieso das ist. Zumindest fragt auch die Verwaltung schon mal beim Rechtsamt der Stadt an, wie kann man den Rat umgehen. Dann holen sie sich im Rechtsamt die Auskünfte und dann machen die nämlich, was die wollen im Grunde genommen. Und der Rat statt Typen sagt nur A, ja und A und dann reden wir darüber, wie viele Millionen und Milliarden wir in den Sand gesetzt wurden. So sieht die Praxis aus. Ich möchte das nochmal verschärfen. Wir in Deutschland können uns nicht beschweren, was die Teilnahme an freien Softwareprojekten angeht. Wir haben unheimlich viele Leute, die ehrenamtlich oder auch beruflich bei freier Software mitarbeiten. Wenn man so die Community sieht, dann steht oft, wenn man fragt, wo kommen denn die Entwickler aus diesen Communities her, dann steht oft an erster Stelle USA, ist ja auch ein bisschen größeres Land, und dann steht oft an zweiter Stelle Deutschland und dann kommt irgendwann mal Frankreich, Italien und so weiter. Wir können uns also nicht beschweren, was so die Beteiligung an der Herstellung freier Software von unseren Leuten betrifft. Aber was den Einsatz freier Software hier in Deutschland angeht, sind wir im Prinzip ein Entwicklungsland. Da ist uns Spanien voraus und da ist uns sogar Italien voraus. Es gibt sogar, da weise ich dann immer gerne darauf hin, aber wie gesagt, ist eigentlich ein anderes Thema, halte ich aber auch gerne einen Vortrag zu, wenn du mich einlädst, ein Urteil des Verfassungsgerichtes des Italienischen, das hat gesagt, die öffentliche Hand darf freie Software ausschreiben, denn diese Software hat eine andere rechtliche Qualität als proprietäre. Das heißt, wenn ich mit Software ankomme, die unter einer proprietären Lizenz ist, kann ich von dieser Ausschreibung mit Fug und Recht ausgeschlossen werden, selbst wenn meine Software noch so toll ist, weil ich die geforderte rechtliche Qualität nicht liefern kann. Das heißt, freie Software ist gegenüber proprietären Software nicht irgendwie technisch was Besonderes oder so, sondern es ist rechtlich was anderes, was völlig anderes als proprietäre Software.
Und wie gesagt, das ist so weit gegangen, dass das italienische Verfassungsgericht das in einem Urteil mal klar gemacht hat, jawohl, liebe Kommunen und so weiter, ihr dürft fordern freie Software. Offensichtlich haben das viele getan und offensichtlich haben sich manche daran gestoßen, die nämlich proprietäre Software verkaufen wollten. Das heißt, es gibt europäische Länder, Spanien, Katalonien, die wo freie Software auch in der öffentlichen im öffentlichen Dienst, sage ich mal, viel weiter verbreitet ist als hier. Katalonien spielt natürlich auch eine Rolle, dass freie Software in der Regel leicht lokalisierbar ist. Das heißt, die katalanische Verwaltung kann dann eben auch katalonischsprachige Software einsetzen und muss nicht Spanisch sprechen. Spanisch. Ja, versteht ihr, was ich meine? Und so ist das mit vielen, vielen Gegenden in Europa. Skolinux ist dadurch entstanden, dass Norwegen sagte, wir brauchen in unseren Schulen Software in allen vier Amtssprachen. Und dann gab es eine große Firma aus dem Nordwesten der USA, die hat gesagt, ja gut, die eine, die unterstützen wir, die anderen drei, meinst du doch nie ernst, ne? Und dann haben die Leute, und dann gab es eben auch ein Etat, und dann gab es eben die Leute von Skolinux und haben gesagt, jawohl, wir liefern. Einfach, weil die Leute, die Schüler ein verfassungsmäßiges Recht hatten, in ihrer Sprache, und das heißt in allen vier Amtssprachen, unterrichtet zu werden in Norwegen. Ich weiß nicht, wie das wäre, zum Beispiel hier in Deutschland, wenn man das für die Friesen und die Sorben fordern würde. Die ja in ihren Landesverfassungen entsprechende Rechte auch drinstehen haben als Minderheit. Mir ist es Gott sei Dank noch nicht passiert, aber ich weiß, dass es in bestimmten Kreisen in Schleswig-Holstein die Gerichtsverhandlungen auch in Friesisch geführt werden können. Wäre ich als Rechtsanwalt ein bisschen ausgeschlossen, ja, aber vielleicht müsste ich einen Übersetzer beantragen. Ja, ist wahr. Wir haben hier sprachliche Minderheiten und ja, und sagen wir mal so, ich sag mal, Open Office in Sorbisch zu lokalisieren, ist sicherlich kein Klacks, aber machbar. Und wie gesagt, da sind andere Länder in Europa, gerade in Südeuropa, auch UK ist da weiter als wir. Viel weiter. Weil bei uns fehlt einfach das politische Bewusstsein dafür. Auch gerade in UK sind offene Standards inzwischen tatsächlich Regierungslinie. Aber das ändert sich ja. Ja, wobei ich Lobbyisten ja nicht negativ halte, wenn es eben transparent ist und wenn der Lobbyismus nicht daran besteht, dass man ein Köfferchen durch die Gegend trägt, ja? Weil das, ne? Sagen wir mal so, bei mir ist der Unterschied zwischen Lobbyismus und Politikberatung, dass ich für Politikberatung Geld verlangen würde. Ja? Lobbyismus mache ich ehrenamtlich. Also zu viele Lobbyisten, die dafür Geld kriegen. Wenn das Geld von den Politikern käme, wäre es ja schön. Ja? Denn dann müsste, wenn ich Politikberatung machen würde und dafür Geld kriege, dann würde ich natürlich auch die Interessen des Politikers vertreten. Das kann ich ja als Anwalt. Das habe ich ja gelernt. Ich vertrete als Anwalt die Interessen meines Mandanten und bin trotzdem unabhängiger Berater. Geht. Aber und als Lobbyist vertrete ich halt die Interessen der Organisation, für die ich Lobbyarbeit mache. Was übrigens auch die Sache ist, ich spreche es immer an, wenn ich Politiker auch aus verschiedenen Fraktionen sehe, insbesondere Landespolitiker. Ich bin immer noch dafür, dass es ein Lobbyistenregister geben sollte in Nordrhein-Westfalen. So wie es das in Europa gibt, so wie es das auch wohl im Bundestag gibt. Nicht nur, weil ich dann etwas leichter in den Landtag reinkäme, sondern einfach, damit es transparent ist.
Ja. Soviel ich weiß, arbeitet der Grumpy da dran. Der hat sowas in Arbeit. Ja, das Problem ist nur, dass die Piraten noch nicht zur Regierungskoalition gehören. Da müssen wir noch dran arbeiten. Wie gefällt das noch? Das kann ja nicht mehr lange dauern. Bitte beachtet eins. Ihr kennt doch diese uralte sozialdemokratische Partei. Damals Bebel Lassalle. Seitdem die in der Regierung ist, ist die ganz anders geworden. Passt auf. Aber das läuft alles jetzt im Fernsehen. Ja? Ja? Ich wollte noch mal eins kurz sagen. Ich weiß, ich bin leider nicht seit Anfang hier, aber ich habe noch mitgekriegt, jetzt die Frage, wie kann man also am besten freie Formate, offene Formate halt reinkriegen in die Verwaltung. Deine Frage eben war, ob man das große Ganze fordern sollte, also direkt Umstellung auf Linux und als Vorbild halt München nehmen. Und da war jetzt gerade das Stichwort hier von Michael, wir sind noch nicht in der Regierung. Und so eine Forderung zu stellen, wie Switch, also wir haben die politische Forderung als Piraten, offene Software, freie Software zu verwenden, und zwar durch die Bank, dass die Verwaltung das machen muss und so weiter. Aber solange wir nicht die Mehrheit sicher hinter uns wissen, sprich, solange wir nicht selber in der Regierungsverantwortung sind, ist es relativ schwierig oder nicht sehr nützlich, diese Forderungen konkret in Antrag zu formulieren. Man weiß, dass man verliert. Manchmal macht das auch politisch Sinn vor einer Wahl oder sowas. Das ist eine Einzelfallentscheidung, aber ansonsten ist sicherlich der Weg der kleinen Schritte, was ja auch Michael gesagt hat, der bessere und auch dauert vielleicht ein bisschen länger, kann aber auch sehr effektiv sein. Gerade die Forderung, wenn Geräte gestellt werden, was auch bei uns im Landtag zum Beispiel der Fall ist, wir kriegen Windows-Rechner gestellt, war auch am Anfang die Idee her, wir wollen jetzt alle umswitchen. Ganz schwierig, macht die Verwaltung so nicht mit. Was aber gelungen ist, dass ein Firefox drauf ist, statt ein Explorer. Das ist halt ein kleiner, wichtiger Schritt, einfach auch die Administratoren, also das ist jetzt ein großer Apparat in den Gemeinden, ist es mindestens oder kleinere, denen aber egal, einfach die dran zu gewöhnen, dass ein Rechner eben nicht anfängt zu brennen, wenn ein Firefox drauf ist. Also, er läuft weiter und kann auch benutzen und gewöhnen sich drauf. Genauso halt mit OpenOffice und OpenOffice-Vorgehen, einfach weil man offene Formate nutzen will. Und ganz klar würde ich jetzt gar nicht ins Detail gehen, diese original offenen Softwares unterstützen die offenen Formate am besten. Da würde ich mich jetzt gar nicht darauf einlassen, ob MS Office das vielleicht auch macht oder sowas, sondern ganz klar sagen direkt für die Originalprogramme, weil ich möchte mit offenen Formaten arbeiten. Und dann sollte das installiert werden. Auch da wird man dann an der Zeit sehen, mit der Administrator sehen, hey, das geht ja. Das funktioniert ja irgendwo. Und ist nicht, zerlege ich nicht das Netz. Also kleine Schritte, die muss man aber auch machen. Die muss man manchmal durchdrücken. Da sind wir auch noch nicht am Ende im Landtag. Aber das ist halt wichtig, einfach um auch den Beratungsresidenten bzw. auch den Nicht-IT-Leuten, das ist die riesengroße Überzahl in den Räten, die haben doch keine Ahnung, die haben ganz andere Sachen im Kopf, denen einfach zu zeigen, es geht. Was auch noch beachtlich ist, die Legislaturperiode in Nordrhein-Westfalen ist zwar etwas länger als im Bund, aber auch nur eine begrenzte Zeit. Also selbst wenn jetzt die Piraten an die Regierung kämen und würden als erste Maßnahme die Migration in Angriff nehmen, ja, wären die in der Legislaturperiode nicht abgeschlossen. Und das hieße, die Migration wäre dann auch Gegenstand des nächsten Wahlkampfes. Logischerweise, wenn man es mal politisch sieht, ja. Und das heißt, die Chance, dass dann vielleicht eine neue Regierung dann an die Macht kommt, die dann sagt, jetzt machen wir alles wieder zurück, ist relativ groß.
Es sei denn, ihr seid euch sicher, dass er für die nächsten 25 Jahre in Nordrhein-Westfalen regiert. Ja? Ich noch ein grundsätzliches Argument anhängen darf, wo sich letztlich auch niemand verschließen kann. Also das Argument kostenlos und ist billiger. Und so, das geht, denke ich mal, nicht. Weil, hatte ich aber auch schon gesagt. Hast du auch schon ausführlich gesagt, auch wegen der Schulung und so weiter. Also das ist auch nicht zielführend. Zielführend ist, und was glaube ich inzwischen sogar jeder versteht, wir bewegen uns auf eine Volldigitalisierung fast aller Abläufe, die wir bisher so gewohnt sind, hin. Und dafür brauchen wir einfach öffentliche und offene Standards, die der Gemeinschaft gehören. Da geht es, ist nicht zu verantworten, dass man sich da an einzelne Firmen bindet, selbst wenn die sagen, dass sie auch Formate öffentlich machen. Wir brauchen auf Perspektive, und da müssen wir weiterdenken als 5 Jahre, sondern 50 Jahre und noch länger, brauchen wir offen verfügbare, freie Formate aus dem Grund der Archivierung und aus dem Grund der Rechtfertigung gegenüber den Bürgern und der Gemeinschaft. Das geht gar nicht anders. Das ist ein Weg, den man halt mit kleinen Schritten gehen muss und den dann auch so eine Firma aus dem Nordrhein-Westfalen gehen muss. Ja. Ich sage dann auch gleich noch was zu Limux, aber du hast das noch eine Frage. Ja, ich wollte, also, dann darf ich auch noch einen Satz zu Limux sagen. In München war ja auch das Problem, da hat man ja nicht nur, sagen wir mal, migriert, sondern es gab da auch einen Wildwuchs von Makros. Jede Abteilung hatte irgendwelche Makros und irgendwelche Programmchen, die sie laufen hatte. Man hat das Ganze dann auch mal konsolidiert. Sowas kostet natürlich auch Geld. Aber der Vorteil ist, man hat eben diesen Wildwuchs nicht. Es gibt ja auch Abteilungen, da hat irgendein cleverer Mitarbeiter ein Makro geschrieben. Nur mit dem Makro kann kein Mensch, auch wenn der Quelltext offen liegt, was anfangen, wenn dieser Mitarbeiter, was weiß ich, in den Ruhestand geht, versetzt wird oder stirbt. Es passiert auch, dass Leute im öffentlichen Dienst, was weiß ich, einen Schlaganfall kriegen. Oder einen Herzinfarkt. Soll vorkommen. Und dann war eben die Idee auch in München, diesen ganzen Wildwuchs an Makros und sonstigen Programmen auch mal bitte zu konsolidieren und vor allen Dingen auch zu zentralisieren. Dass das natürlich ein Mitarbeiter, der King in seiner Abteilung ist, weil er das Makro geschrieben hat, nicht gefällt, menschlich verständlich, ja. Aber mit sowas muss man eben, wenn man da an so eine Migration rangeht, auch mit einkalkulieren. Dann muss man dem eben auch ein bisschen den Bauch pinseln. Dass man ihn vielleicht einbezieht in die Makroentwicklung der zentralen EDV oder sonst was. Da gibt's ja Möglichkeiten, mit den Leuten vernünftig umzugehen. Aber sowas muss man einfach sehen. Und insofern war natürlich Limux auch im Prinzip die freie Softwarewelt hat was von Limux gelernt. Auch was sozusagen den menschlichen Bereich angeht. Doch, jetzt machen wir Schluss, essen. Bitteschön.